In diesem Video zeige ich dir 6 WD-40 Tricks für das Auto, die wirklich jeder kennen sollte. Wir beginnen auch direkt mit Trick Nummer 1. Da geht es um unsere Scheinwerfer. Denn mit WD-40 bekommst du die Scheinwerfer richtig schön sauber und auch wieder klar. Also auch wenn das Glas hier schon etwas trüb ist, bekommst du es damit wieder richtig schön klar. Aber auch Dreck und irgendwelche Überreste von Fliegen oder Mücken bekommst du hiermit wunderbar entfernt. Gib einfach etwas WD-40 auf deinen Scheinwerfer und wische alles mit einem Tuch wieder ab, bis es komplett sauber und wieder klar ist. Bei Trick Nummer 2 geht es kleinen Kratzern an den Kragen. Denn wenn du solche Kratzer hast, wo leichte Verfärbungen auf deinem Lack sind, bekommst du auch diese mit WD-40 wieder entfernt. Mache die Stelle dafür als erstes ein wenig sauber, sprühe dann WD-40 rauf und nimm ein Tuch, mit dem du das Ganze jetzt abwischst. Du musst wahrscheinlich einige Male rüberwischen, doch nach kurzer Zeit solltest du schon sehen, dass diese kleinen Kratzer bzw. die Verfärbung hier direkt wieder weg sind. Natürlich bekommst du die Kratzer selber damit jetzt nicht entfernt, aber wenn du zum Beispiel mal irgendwo gegengefahren bist und hier leicht Farbe noch mit dran war, dann bekommst du das Ganze mit WD-40 wieder weg. Du kannst WD-40 außerdem dafür benutzen, diverse Plastikteile im Motorraum wieder aufzufrischen. Sprühe dafür etwas WD-40 auf die ganzen Plastikteile und wische es dann auch mit einem Lappen richtig schön ab. Bereits nach kurzer Zeit kannst du dann sehen, dass das Plastik hier wieder richtig schön aussieht. Du bekommst es einmal wirklich sauber und es sieht danach eben wieder richtig schön frisch und wie neu aus. Das kannst du mit allen möglichen Plastikteilen in deinem Motorraum machen, wenn du möchtest, dass es auch hier mal wieder so richtig schön ordentlich aussieht. Und bei Trick Nummer 4 nehmen wir uns die Felgen einmal vor, denn auch diese kannst du mit WD-40 reinigen. Sprühe hier etwas von dem WD-40 rauf, nimm wieder ein Mikrofasertuch am besten und wische alles schön ordentlich ab. Bereits nach kurzer Zeit kannst du dann sehen, dass die Felge hier wieder richtig schön glänzt und auch alles wirklich komplett sauber ist. Das gleiche gilt übrigens für deine Reifen. Nun solltest du die Lauffläche deiner Reifen zwar nicht mit WD-40 behandeln, doch die Seiten von dem Reifen kannst du hier mit etwas einsprühen und dann auch abwischen. Wahrscheinlich kennst du es auch, wenn du mal ein neues Auto kaufst, werden die Reifen auch immer ein wenig aufbereitet und glänzen richtig schön. Das kannst du eben auch mit WD-40 erreichen und so außerdem hier noch den ganzen Dreck von deinem Reifen entfernen. Und bei Trick Nummer 6 geht es den Scheibenwischern an den Kragen, denn wenn diese Schlieren machen, dann sind die meistens einigermaßen verdreckt und sollten auch mal gereinigt werden. Und auch hierfür kannst du WD-40 benutzen. Sprühe dafür etwas von dem WD-40 auf einen Lappen und beginne damit über die Scheibenwischer zu reiben. Wenn diese allerdings sehr stark porös und schon rissig sind, dann musst du die Scheibenwischer austauschen und kannst es hiermit nicht wieder heil bekommen. Alles jetzt also schön drüber wischen und dann kannst du auch schon sehen, dass hier einiges an Dreck in unserem Tuch gelandet ist. Wische alles wieder komplett trocken und dann kannst du auch sehen, dass die Scheibenwischer wieder wirklich gut funktionieren und keine Schlieren mehr machen. Und das waren auch schon alle 6 WD-40 Tricks fürs Auto. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du deine Autoscheiben mit Rasierschaum abwischen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss doch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.